Hey, willst du deinem Bruder eigentlich nicht Bescheid sagen, dass Mitleute da angerufen hat, die Menge an ein Werkzeug zurückkommen? Nein, ich mag ihn jetzt nicht stören. Ich glaube, der unterschreibt gerade seinen Ausbildungsvertrag. Ja, mit Hammer und Meißel, gell? Moderner als du glaubst. Lerne einen Beruf mit Tradition und mit Zukunft. Bewirb dich für eine Ausbildung als Steinmetz. Bei Scholz Naturstein in Fraßdorf. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Spray TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Spiel der Starwoods Rosenheim gegen die Lindau Islander. Der Puck ist gefallen. Spray TV Home of Hockey begrüßt euch alle recht herzlich draußen zum heutigen Spiel zwischen den Starwoods Rosenheim und den EV Lindau Islanders. Die Starwoods in den gewohnten grünen Trikots und die Gäste aus Lindau in den weiß-blauen Trikots. Ah, da haben wir bereits den Neuzugang und er muss einen harten Hit hier einstecken. Und der Schiedsrichter hat den Arm gehoben. Hoffen wir mal, dass sich der Neuzugang, ich meine, er war es. Sehen wir es nochmal. Ah, okay. Ah, Riesenschance jetzt, von hinten raus kommt die Scheibe. Starwoods-Spieler ist frei und da ist das 1:0 in Unterzahl. Was für ein Tor! Wunderbar gemacht und Höller, die Waldfee. Alex Höller. Haben wir ein großes Bild, den Alex? Das ging jetzt ein bisschen schnell, von wem der Pass war, aber das kriegen wir vielleicht noch. Und da durch die Beine, durch das Five-Hole. Kriegen wir wunderbar durch die Hintertor. Starwoods-Verteidiger ist dazwischen. Und da ist der Ausgleich. Hat sich zwar jetzt nicht angedeutet, aber zum ersten Mal konnten sie etwas Verwirrung, die Lindauer, in der Starwoods-Verteidigung kreieren. Und der Torschütze, das war die Nummer 20, haben wir richtig gesehen. Die Nummer 20 war der Torschütze und das ist der Damian Heider. Schauen wir nochmal drauf, ja, keine Chance für Andi Mechel, die Scheibe liegt frei. Ja, war fast ein Geschenk da. Nicolas Cornett beim Bulli für seine Farben. Gewinnt es. Hoi, und da ist die Scheibe im Tor. Wieder so ein Tor aus dem Nichts. Und es war Dominik Kolb, der vorher schon, muss man mal drauf schauen, ob die Scheibe nicht abgefälscht worden ist, aber es war Dominik Kolb, der schon ein paar Spielzüge zuvor lautstark von seinen Kollegen die Scheibe gefordert hat. Und dann hat er nicht hart, aber platziert. Hoch oben schlägt es über Heckenberger ein. Da war keiner mehr dran. Da hat er auch keine Sicht gehabt. So, Marc Schmidt-Peter. Slesak, Tick-Tack. Und gibt es ein Tor? Es gibt das Tor. Das Tor gibt es. Tick-Tack. Schmidt-Peter. Die Starwoods erhöhen auf 3:1. Wunderbar herausgespieltes Tor. Da haben sie ihre technischen Fähigkeiten aufblitzen lassen. Eine Reihe unheimlich stark technisch besetzt. Man sieht schon, Burke Trotter verfügt über herausragende technische Fähigkeiten. Und der Marc Schmidt-Peter, sowas lässt er sich natürlich nicht entgehen. 3:1 für die Starwoods Rosenheim. Wolz-Netzinger, Querpass. Die Scheibe ist im Tor. Toll herausgespielt. Da haben sie wirklich wieder ihr ganzes technisches Können aufblitzen lassen. Und der Center war es. Max Brandl erhöht für die Starwoods Rosenheim auf 4:1. Zack. Ah, und da ein bisschen unglücklich für den David Heckenberger. Hat er so toll gehalten. Und die Scheibe ist im Tor. 5:1. Ich habe es hinter der Bande klatschen gehört. Und dann kam die Scheibe vors Tor. Und da müssen wir jetzt mal in der Wiederholung ganz genau drauf schauen. War es Max Vollmeier? Aber Max Vollmeier. Schauen wir drauf. Scheibe kommt von hinterm Tor und springt dann dem. Ja, was für ein Tor. Springt dann dem Lindauer Spieler. Oder war es der Tormann? Schauen wir. Na, der Tormann, mein unglücklich. Klare Führung der Starwoods. Wolz-Netzinger setzt er nochmal zu so einem Slalom an. Ah, da bringt er den Rückhand-Chip-Pass und die Scheibe ist im Tor. 6:1. Wunderbar dieser Rückhand-Flip-Pass von Wolz-Netzinger. Und es war wieder der Maximilian Brandl, der Center. Stand genau da, wo ein Center stehen muss und netzt ein
zum 6:1. Aber das Tor zu 80%. Wolz Netzinger, wunderbar. Zuckerpass. Zuckerpass. Da ist die Scheibe drin. Aaron Reinick. Da bringt die Scheibe zum Tor. Da ist sie wieder drin. Aaron Reinick. Diesmal packt er nicht den Laser aus, sondern spielt die Scheibe in Richtung Zach Phillips. Und Zach Phillips erhöht die für die Star Wars Rosenheim auf 7:1. Jetzt fallen die Tore wie die reifen Früchte hier im Rosenheimer Rofa-Stadion. Haben wir ein großes Bild. Zach Phillips. Da holt er nicht den Razor aus, sondern nein, er sucht den Schläger von Zach Phillips. Und da schlägt es ein. Aber die Lindauer lassen sich nicht locken zu dritt. Nehmen sie die Passwege weg, aber es hat dann am Ende doch nicht gereicht. Jetzt schlägt es ein. Das 8:1 für die Star Wars Rosenheim. Überlegt, herausgespielt. Marc Schmidt-Peter erhöht in Überzahl bei 5:3 auf 8:1. Kriegen wir die Wiederholung. Glasharter Schuss. Das ist das, was ich an Marc Schmidt-Peter so schätze. Dieser glasharte Handgelenkschuss. Dominik Kolb. Alles 9:1. Und da ist er noch kalt und da schlägt es ein. Und es war der Zachary Phillips. Und es steht nach wenigen Sekunden im dritten Drittel 9:1 für die Star Bulls Rosenheim. Torschütze Zachary Phillips. Kriegen wir die Wiederholung. Habt der Pass zur Mitte. Und Zach Phillips vollstreckt da eiskalt. Er hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchgebracht hier in Rosenheim. Also am Anfang ein bisschen kritischer beäugt worden. Und jetzt Snetzinger bringt die Scheibe wieder zurück zu Vollmeier. Snetzinger mit Querpass. Und jetzt schlägt es ein, da ist es 10:1. Haben die Star Wars herausgespielt. Kriegen wir bestimmt gleich in der Wiederholung. Wer da als letztes den Schläger dran gehabt hat, muss wohl der Alexander Höller gewesen sein. Und der Alexander Höller wäre dann auch schon zweifacher Torschütze heute Abend. Schauen wir drauf in der Wiederholung. Snetzinger. Ja, war der Alexander Höller mit seinem zweiten Tor heute Abend. In Unterzahl hat er ja bereits zugeschlagen. Und hier macht er das 10:1. Also völlig frei, da ist er ganz allein. Zach Phillips probiert es nochmal. Ah, und da ist das 11:1. Der Zach Phillips hat er doch nochmal angezogen und erhöht. Damit dreifacher Torschütze heute Abend. Zach Phillips. Was für ein Abend. Für Zachary Phillips haben wir die Wiederholung. Ah, den ersten kann er noch klären, der Lindauer Goalie, der Dominik Hattler. Aber da war er dann machtlos. 11:1 für die Star Wars Rosenheim. Und die Fans zählen die Sekunden runter. Und in diesem Moment ist das Spiel beendet. Die Star Wars Rosenheim gewinnen am heutigen Freitagabend im Rosenheimer Hofer Stadion. Überzeugend, dominant. Verdient mit 11:1 nach anfänglichen Startschwierigkeiten.